Willkommen zum dritten Shuttle-Webcast. Ich habe heute wieder meine entzückende Assistentin Katharina dabei. Es geht um Media Center PCs. Wir haben ein ganz neues Modell, das M2000 hier. Also ich höre ja ständig was von Media Center PCs im Wohnzimmer. Was hat Shuttle da an Lösungen zu bieten? Wie du hier siehst, haben wir zwei verschiedene Formate. Einmal dieses kompakte Würfelformat als Bärmund-System, SB83G5M oder SD36G5M zum Selbstkonfigurieren, CPU, Speicher, Grafikkarte oder die gewählte TV-Karte rein. Und dann kann man sich ein Media Center PC selbst bauen. Oder dieses kompakte und flache Format. Passt ja wunderbar auf meine Stereoanlage. Ja, dafür ist es gemacht. Schau mal, Katharina. Gerade mal 9 cm hoch und damit wirklich optimal geeignet, um das unter deinen Fernseher zu stellen. Damit kann ich also ganz einfach Fernsehen gucken. Ganz einfach, wie du das kennst. Da ist eine passende Fernbedienung dazu, um das Gerät zu bedienen. Oder hier im Lieferumfang die drahtlose Tastatur, um Eingaben zu tätigen. Hier ist ein Trackball dran, um das Gerät fern zu bedienen. Linke und rechte Maustaste und weitere Funktionskeys. Als ganz besonderes Feature in dem M2000 haben wir da zwei TV-Karten drin. Da kannst du ein TV-Programm aufnehmen, eins gleichzeitig wiedergeben, kannst dann beides gleichzeitig machen. Oder eine Timeshifting-Funktion. Da drückst du bei der Fernbedienung auf Pause, gehst zu deinem Telefon, wenn es klingelt. Wenn du wieder an deinem Fernseher bist, drückst du wieder auf Play und kannst an der gleichen Stelle weitergucken. Du Tom, ich habe mir aus der Fernsehzeitung eben mal zwei Sendungen ausgesucht. Fernsehzeitung brauchst du gar nicht mehr. Das M2000 hat eine ganz spezielle Funktion, da ist das TV-Programm alles schon drin. Ich zeig dir das hier mal. Ich zeichne jetzt ein TV-Programm auf und gucke ein anderes. Dazu gehe ich hier in die Media Center Software rein, suche mir das passende TV-Programm aus, was ich dann aufnehmen möchte. Zum Beispiel diese Sendung, die möchte ich aufnehmen, die markiere ich mir. Und eine andere möchte ich zum Beispiel gucken. Jetzt gucke ich mir diese Sendung an, kann auch noch wechseln zu einem anderen Programm und gleichzeitig wird diese Sendung hier aufgezeichnet. Neben dieser besonderen Aufnahmefunktion, dass man ein Programm aufnehmen kann und eins gleichzeitig wiedergeben, gibt es dieses Time-Shifting-Feature. Da drückt man einfach auf die Pause-Taste, wenn zum Beispiel das Telefon klingelt, führt dann sein Gespräch, kommt zurück zum Fernseher, startet das Programm wieder an der gleichen Stelle und hat keine einzige Szene verpasst. Tom, die Sendung, die du eben aufgenommen hast, wenn ich die beispielsweise bei meinen Freunden sehen möchte, da gibt es hier so ein kleines, nettes Feature. Das ist eine 2,5 Zoll Festplatte. Ist in einem Wechselrahmen. Der Wechselrahmen ist im Lieferumfang des M2000 schon enthalten. Die hat einen USB-Anschluss. Steckst du direkt vorne in das M2000 rein. Kannst dann alle Daten, die auf deiner großen Festplatte drauf sind, auf diese kleine kopieren. Nimmst sie wieder raus und kannst bei deinen Freunden dann die Sendung gucken. Also mit dem M2000 kann ich nicht nur Fernsehen gucken. Das ist richtig. Mit dem M2000 kannst du deine MP3-Sammlung verwalten, kannst deine Digitalfotos auf dem Fernseher gucken oder ganz einfach, wie man es vom Fernseher kennt, DVDs schauen. Legst die CD einfach vorne in dein Laufwerk rein, das Media Center erkennt sie automatisch und du kannst sie ganz problemlos abspielen. Tom, du hast vorhin gesagt, dass ich mit dem M2000 meine Musik verwalten kann. Dazu müsste ich ganz einfach meine Soundanlage anschließen. Um deine Anlage anzuschließen, Katharina, hast du hier verschiedene Audio-Ein- und Ausgänge, digitale sowie analoge. Hier haben wir verschiedene Cinch-Anschlüsse, um ohne Adapter deine Anlage dort anzuschließen. Hier ist die Grafikkarte des M2000 mit einem DVI-Ausgang für digitale TFTs, einem TV-Ausgang, hier ist Video. Hier oben weiter die beiden erwähnten TV-Karten mit Antenneneingängen für TV und Radio, weiteren Videoeingängen für eine Kamera oder ähnliches. Hier ein Komponenten-Videoausgang für zum Beispiel HD-TV-Bildschirme, Gigabit-Netzwerkanschluss, zwei USB-Anschlüsse und ein Firewire-Anschluss für digitale Videokameras. Wir haben hier die Frontblende des M2000. Verborgen hinter dieser Blende ist der Multiformat-Cardreader für verschiedene Speicherkartentypen, zwei USB-Anschlüsse, ein Firewire-Anschluss für die digitale Videokamera, ein Mikrofoneingang und ein Kopfhörerausgang. In der Mitte das VFD-Display, das verschiedene Informationen des Media Center Systems zeigt, welcher Track gerade gespielt wird, ob nun DVD läuft, ob man nun Digitalfotos schaut, wird alles dargestellt. Hinter dieser Blende findet sich die 2,5 Zoll Wechselfestplatte. Bislang haben wir ja gesehen, dass man mit dem M2000 Fernseh schauen und aufnehmen kann, DVDs abspielen, Musik verwalten und Fotos auf dem Bildschirm wiedergeben kann. Ja, das ist aber noch nicht alles. Das M2000 ist ein ganz normaler PC, hat aber doch eine Menge Power.
Da ist ein Intel Core Duo Prozessor drin. Das Gerät ist Vive-ready und wie man es von einem normalen PC kennt, kann man dann die von dir genannten Anwendungen starten oder nutzen oder auch ganz normale Office-Geschichten. Hinter der installierten Media Center Edition steckt ein ganz normales Windows. Da kann ich dann meine Office-Programme starten, meine Spiele spielen und zusammen mit der leistungsfähigen 3D-Grafikkarte doch damit einiges an Multimedia machen. Habe ich auch die Möglichkeit, eine größere Festplatte oder eine andere TV-Karte einzubauen? Ja, kein Problem. Mit dem Shuttle Systems Configurator kannst du deinen M2000 individuell konfigurieren lassen. Eine größere Festplatte, wie du sagst, eine andere TV-Karte ist möglich. Du kannst dann zwischen DVB-T oder einem analogen Kabelsignal wählen. Du kannst mehr Speicher einbauen lassen und noch weitere andere Features. Mit dem Systems Configurator ist das alles möglich. Der M2000 ist also ein Alleskönner und mindestens 4 bis 5 lästige Fernbedienungen fallen weg. Das stimmt. M2000 fügt sich wirklich harmonisch in deine Wohnzimmerumgebung ein. Es hat wirklich die Leistung eines vollwertigen PCs. Du brauchst keinen DVD-Player mehr, du brauchst keinen Videorekorder mehr. Diese speziellen Features wie ein TV-Programm aufnehmen, eins gleichzeitig wiedergeben, das kann soweit eigentlich kein Gerät. Dafür ist dieses M2000 wirklich sehr gut gedacht und bietet dir wirklich alle Multimedia-Funktionen, die man zu Hause im Wohnzimmer brauchen kann. So, das war unser dritter Shuttle-Webcast und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind.